mit einem Ausflug in die DTM-Geschichte. Und das tun wir ja schon traditionell dieses Jahr mit dem DTM Classic Cup und dem jetzt letzten Lauf eben zu dem DTM Classic Cup. Ja, wir freuen uns drauf. Wir freuen uns eigentlich auf die Autos, die hier schon stehen sollten um diese Zeit. Serienmanager Peter Oberndorfer hat das Ohr noch am Geschehen sozusagen und hört drauf, ob die jetzt schon unterwegs sind und hierher geschickt werden ins Grid. Und aber auch ohne Autos, glaube ich, können wir ganz prima reden. Peter, das Jahr ist schon zu Ende. Wir dürfen uns jetzt freuen, einmal noch diesen Anblick der wunderbaren klassischen Rennfahrzeuge aus den Anfängen der DTM zu genießen. Und ich glaube, das ist der perfekte Moment, um wirklich mal zurückzublicken auf dieses Jahr, das ja in dieser Form das erste Jahr war der DTM Classic und des DTM Classic Cup. Wie lautet denn dein Resümee als Cup-Organisator und Serienmanager? Wir haben dieses Jahr erst zwei neue Serien gegründet mit dem DTM Classic Cup und dem DRM Classic Cup. Zwei verschiedene, und dafür muss ich sagen, sind wir zufrieden. DTM Classic Cup hat sich entwickelt von kleinen Starterzahlen bis hin zu 20, 30 Anmeldungen. Das ist sehr gut, denke ich. Sehr viel verschiedene Autos. Und besondere Überraschung war der DRM Cup, die noch älteren Autos aus der Rennsportmeisterschaft, dass wir da jedes Mal 25 von diesen seltenen, teuren Geräten auf die Strecke bringen können, hat uns sehr, sehr gefreut. Und die Fans hoffe ich auch. Genau, das Finale der DRM oder des DRM Cup haben wir ja am letzten DTM-Wochenende auf dem Red Bull Ring erleben dürfen. Jetzt also nochmal DTM, das heißt Rennfahrzeuge vom Beginn an der DTM-Geschichte, also 1984 hat das Ganze gestartet. Und bis hin zu 2008, glaube ich, ist das jüngste Auto. 2007, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass hin und wieder spätere Autos starten, so wie heute mit dem Rudi Schöllhorn, der mit einem 2008er Mercedes startet und uns viel Freude mit seinem Sound und mit seinem Speed macht. Genau, apropos Sound, also wir hören Sie schon. Sie fahren gerade alle ein in die Pitlane. Das heißt, es kann auch gar nicht mehr lange dauern, bis Sie hier hinter uns auf dem Grid erscheinen. Und der Rudi Schöllhorn, hast du gerade schon erwähnt, Gaststarter hier an diesem Wochenende, bisher aber wahnsinnig erfolgreich, denn er war der Mann, der gestern gewonnen hat und der auch heute wieder auf der Pole Position steht, also gleich hier direkt hinter uns, da wo die 1 steht, auf Position gehen wird. Und sobald die Autos dahin marschieren wir auch ein bisschen durchs Grid. Denn Peter, eigentlich das Highlight neben dem Renngeschehen, auf das man sich jedes Mal freuen darf, ist ja für die Fans auch diese alten Autos einfach wieder mal zu sehen. Das sind Fahrzeuge, die man ja so nur noch im Museum zu sehen bekommt oder eben, wenn sie dann mal freigelassen werden, in ihren natürlichen Lebensraum auf die Rennstrecke hier bei euch. Ja, wir haben sie extra sehr zentral ins Fahrerlager gestellt und es hat sich bewährt, weil die Zuschauer kommen in Scharen, diskutieren über die Autos, über die Technik, freuen sich, wenn sie von den Fahrern, speziell von den Bekannten auch direkt Autogramme bekommen. Also das ist wirklich nur Rennsport zum Anschauen. Viele sind mit den Autos groß geworden, aber auch erstaunlich viele junge Leute interessieren sich für die alten Autos. Das stimmt, die haben wirklich eine ganz besonders magische Wirkung auf die Racefans. Ich glaube, das liegt auch an all den vielen Geschichten, oder, die man sich rund um diese Autos natürlich auch heute noch erzählt, weil einfach die DTM in all ihren Epochen immer was Besonderes war und es sehr, sehr viele Zeitzeugen auch gibt, die jedes Wochenende immer wieder im Klassikfahrerlager anzutreffen sind, Autogramme schreiben, ihre Geschichten erzählen, sei es im Interview oder in irgendwelchen Talkshows. Wie hast du das erlebt dieses Jahr? Du bist ja auch übrigens einer von den alten DTM-Fightern. Ja, ich kenne sie alle und wir haben ja noch etliche, die von Anfang an dabei waren bei der DTM, wie der Olaf Mantheit zum Beispiel oder andere, und die können natürlich unglaubliche Geschichten von damals erzählen, aber auch heute noch gibt es unfassbare Geschichten, wie die Leute sich gegenseitig helfen, wie wahnsinnige Aktionen gestartet werden, um ein Auto doch noch zum Laufen zu bringen, ob es jetzt gebrannt hat oder ob über Nacht ein neues geholt wird. Wir kommen nachher noch drauf, denke ich. Also da ist auch der Spirit im Fahrerlager, dass die Leute sich gegenseitig alle helfen, auch wenn sie gegeneinander fahren, aber abends sitzen sie zusammen am Grill und oder unter dem Auto und helfen sich gegenseitig. Also, das wird alles zelebriert hier. Hier geht es weniger um die Competition, mehr um das Gefühl und dass man das. Naja, um die Competition geht es schon auch. Aber nicht nur, jedenfalls. und ich habe gehört, wenn ich das richtig verstanden habe, Gerd Ruch, sage ich jetzt schon, René Ruch. Aber jetzt höre ich gerade von der Regie, es war Reich, der wohl irgendwie in der Pitlane gestrandet ist. Auch das ist so ein Ding natürlich, Peter, diese Autos haben natürlich eigentlich ihren Dienst schon getan, haben ihre Jahre, sind sehr anfällig manchmal in Sachen Technik. Manchmal kriegt man sie schnell wieder ans Laufen, manchmal aber eben auch nicht. Das ist so, selbst moderne Autos fallen aus, auch Formel-1-Autos fallen mal in der ersten Runde aus.
Und mit den alten Autos ist es natürlich noch schwieriger. Es ist bewundernswert, dass die ohnehin noch so laufen. Und wie gesagt, es wird ja richtig Racing gemacht hier. Aber da kann immer mal was passieren. Die Teile sind nicht mehr neu und die Fahrer schrauben eh bis zum Letzten. Aber irgendwann passiert immer mal was. Genau, jetzt passiert vor allem mal Folgendes. Es kommen nämlich die Autos jetzt eingefahren hier ins Grid. Und ich finde immer wieder, das ist ein ganz toller Moment, wenn man hier vorne steht und sieht sie alle auf einen zukommen. Ja, also da müssen wir wirklich den Anblick noch mal genießen. Die nehmen jetzt alle Aufstellung. Da kommt auch unser besonderes Leading Car mit Prinz Leopold von Bayern am Steuer. Sehr schön, dann hat er doch eine Chance zu fahren, weil sein Auto, mit das er eigentlich ja im Rennen fahren sollte heute, ist ja gestern schon kaputt gegangen. Auch Marc Hessen konnte nicht starten mit demselben Fahrzeug, aber super, dass er jetzt hier das Führungsfahrzeug macht. Er macht das Führungsfahrzeug und demonstriert damit, dass auch alte Autos sogar mit Biosprit fahren können. Oh, das will er mit diesem Projekt beweisen und er zeigt, dass es auch geht. Und wir werden da auch dran weiterarbeiten. Sehr schön. Also, dann werfen wir doch mal eben einen Blick auf unser Pole-Fahrzeug, das wir eben schon erwähnt haben. Das ist also der Gaststarter eigentlich. Rudi Schöllhorn, der gestern mit seinem C-Klasse Mercedes, sorry, genau, habe ich dir gerade auf die Füße getreten, schon erfolgreich war, gewonnen hat und wieder auf der Pole steht. Das Auto ist aber natürlich auch echt, hat richtig viel Power unter der Haube. Es ist ein sehr technisch sehr gutes Auto, aber er bewegt es auch entsprechend, muss man sagen. Muss man ja auch können. Man muss diese Autos auch fahren können, Peter. Es ist nicht einfach. Ja. Hat heute Ronny Scheer auch gesagt, der Calibra, der jetzt erstmals richtig läuft, der ist immer schneller, als man denkt. Ja, der Calibra war ja gestern schon mit Stefan Mücke. Nee, stimmt gar nicht. Doch, der Calibra war mit Stefan Mücke. Stefan Mücke ist gestern gefahren, heute fährt Ronny Scheer. Genau, steht jetzt. Stefan fährt den Sierra von Mücke Motorsport. Richtig, und Ronny Scheer hat ihn auch wieder in die erste Startreihe gestellt. Er kommt gerade hier an. Kommt gerade hier angerollt. Dann gucken wir uns den gerade noch an, weil ich persönlich liebe ihn ja. Es ist wirklich ein spektakuläres Auto. Und gehen dann gleich an dem wunderbaren Opel Calibra aus der ITC-Zeit noch vorbei zu einem ganz besonderen Gaststarter, den wir auch begrüßen dürfen an diesem Wochenende, über den wir uns besonders freuen, nämlich Bruno Spengler. Und wer der DTM schon länger folgt, der weiß, dass genau dieser Mann vor 10 Jahren den DTM-Titel gewonnen hat. Also, glaube ich, viele Erinnerungen in sich trägt, auch ganz speziell an das Hockenheim-Finale hier und darf jetzt quasi als Jubiläumsfahrt diesen wunderbaren Schnitzer-BMW bewegen. Eingesetzt oder geleitet wird dieser Einsatz, umgesetzt wird der Einsatz vom Schnitzer-Team Classic, aber eigentlich ist es ein Einsatz der BMW Group Classic, die hier quasi einen Werkseinsatz macht bei den klassischen Autos, finde ich ganz toll. Und so jemand wie den Bruno dabei zu haben, ist besonders. Der ist ein super Typ und macht richtig Spaß, mit ihm zu arbeiten. Aber ihm macht es auch Spaß, hier gegen die Kollegen Chris Nissen, Moritz Horn und Olaf Mantheit zu kämpfen. Genau, und er hat auch gestern schon auf dem Podium gestanden, P3. Übrigens neben ihm sein Teamkollege Chris Nissen. Also, ich denke mal, die beiden werden freundlich sein miteinander beim Start. Aber sie waren im Training schon sehr knapp auseinander. Und die haben auch gestern gefightet ein bisschen während des Rennens. Ja, genau. Okay, dann gehen wir mal hin und schauen wir mal, die Tür ist gerade offen. Nutzen wir die Gelegenheit, ob wir dem Bruno da mal eben das Mikro reinhalten können. Bruno, wir freuen uns ja immer wieder, wenn wir dich hier zu Gast haben in der DTM Classic. Also es geht wieder ins nächste Rennen, das letzte des Jahres, hier zum großen Finale. Du bist ja hier vor 10 Jahren DTM-Champion geworden. Trägst du diese Erinnerung immer noch in dir, wenn du hier so stehst auf der, im Starting Grid? Ja, auf jeden Fall. Speziell das Wetter war genau gleich, genau wie heute. In Hockenheim ist sowieso immer eine der geilsten Atmosphäre. Ich freue mich so sehr, so viele Fans zu sehen, die schon vor 10 Jahren hier waren, die ich in der Zwischen in anderen Rennserien gesehen habe oder in DTM. Es ist wirklich super, eine Chance zu haben, so ein Auto zu fahren hier in Hockenheim von der BMW Classic und mit Schnitzer Classic. Es ist echt ein Mega-Event und ich freue mich drauf, dass ich eingeladen war. Großartig. Wir freuen uns, dass wir dir jetzt gleich zuschauen dürfen und vielleicht beflügeln dich ja deine Erinnerungen. Und es geht vielleicht wieder in Richtung Podium, dann sehen wir uns nachher wieder. Wir drücken fest die Daumen. Danke, Bruno Spengler. So, wo ist der Peter? Dann gehen wir mal ein Stückchen weiter. Das ist übrigens ein Fahrzeug, der grüne Alpina BMW da vorne. Ich glaube, da geht dein Herz auf, wenn du den siehst, Peter, oder? Was ist die Geschichte da zu diesem Da geht mein Herz auf. Die Familie Horn hat den Alpina, den ich 88 gefahren bin, wieder reaktiviert, wiederbelebt. Und Moritz macht damit immer super Vorstellungen. Er hat ja nur einen kleinen 2,3-Liter-Motor, andere M3s, einen 2,5er. Dafür steht er immer sehr weit vorne. Ich wollte nur sagen, steht dein Name noch drauf? Können wir gerade noch mal dokumentieren. Ist das noch die Originalschrift, oder? Ja. So, jetzt müssen Hier wir ganz schnell zu machen. Eine der Geschichten von heute Nacht, das Rixhausen-Team. Und
die ganzen Kollegen haben hatten gestern ein Problem mit dem schwarzen Sierra, haben über Nacht ein anderes Auto, ein baugleiches geholt und stehen tatsächlich heute am Start. Also das ist unglaublich, was hier immer für Einsatz gezeigt wird, wenn es mal darum geht, über Nacht ein Auto zu reparieren oder eben auch gleich zu tauschen. Also da können wir jetzt ganz besonders die Daumen drücken. Dieser wunderschöne Ford Sierra. Und da haben wir, genau, Michael Schneider fährt ihn jetzt. Klaus Niedzwiss ist ihn wohl früher mal gefahren oder sollte ihn fahren an diesem Wochenende, wie auch immer. Auf jeden Fall, mit all diesen Fahrzeugen sind prominente Fahrer schon unterwegs gewesen. Und eine ähnliche Geschichte haben wir dann nochmal hier bei Gerd Ruch, der übrigens neben dem, man könnte sagen, Meisterschaftsauto steht, oder? Aber da kommen wir gleich zu. Ganz kurz noch diese Geschichte erzählen. Hier hatten wir nämlich viel zu arbeiten an diesem Auto, glaube ich, am Wochenende. Und das Tolle an der Klassik, du hast es eben angesprochen, ist, dass sich Teams auch gegenseitig helfen. Also auch Leute, die eigentlich gar nichts mit dem Team zu tun haben. Hier zum Beispiel hat Michael Mayer ordentlich geschraubt die letzten Stunden und Tage. Genau, Michael Mayer fährt eigentlich im DRM Cup, hilft aber hier im DTM Cup dem Gerd Ruch. Er hatte heute ein festgegangenes Gasseil, deswegen ist er auch ausgeritten, weil das auf Vollgas hängen geblieben ist. Und der Michi hat ihm geholfen, das alles wieder gangbar zu machen in seiner Freizeit, so aus Spaß. Ganz toll, also das müssen wir echt mal schätzen. Der Einsatz ist großartig, man hilft sich gern und hilft sich immer wieder. Und René Ruch kann sich deshalb jetzt auf ein hoffentlich problemloses Rennen freuen. Ach so, gar kein Problem, den können wir nicht gebrauchen. Nicht, dass denn irgendjemand in die Windschutzscheibe fliegt. Lass uns noch kurz erwähnen, ein paar Worte zu diesem Auto, denn wir haben ja schon einen Champion. Wir haben ja gestern einen Champion, Olaf Manthey, seinerzeit zweimal Vize-Champion in den 80ern. Jetzt ist er wirklich Champion geworden in der DTM Classic. Da schließt sich ein Kreis. Heute fährt der Adi Schumann das Auto und der Olaf fährt diesen schwarzen Audi da vorne. Sehr gut. Ich glaube, wir müssen jetzt unbedingt raus, weil sonst verzögern wir nämlich hier den Rennablauf. Ja, also, wir müssen. Jetzt wird's ernst. Wir geben mal ab an Carsten Krumme. Der erzählt euch alles Weiteres und genießt dieses Rennen. Bis dann. Ja, sind wir denn schon live? Ich hoffe doch. Ja, meine Damen und Herren, das Warten hat sich gelohnt für all diejenigen, die hier auf dem Hockenheimring auf den Tribünen geblieben sind. Nicht nur ob der Herbstsonne. Also ich habe ein paar Menschen heute schon gesehen mit sehr gesunder Gesichtsfarbe. Also es hat sich wirklich gelohnt, wenn man vor dem Winter nochmal ein bisschen gesunde Bräune mit nach Hause nehmen will. Die Reise hat sich nicht gelohnt für Markus Reich. Das ist der österreichische Pilot des Audi A4 STW, zumindest im Augenblick. Das Auto wurde aus dem Grid wieder herausgeschoben in die Boxengasse. Da haben die Helfer versucht, den Motor in Gang zu bringen. Da wurde dann geschoben und geruckelt und gezuckelt. Aber ich meine, dass der Motor nicht laufen würde. Wir wollen es nicht beschreien, sondern dann gleich verifizieren, wenn das Feld auf seine Formationsrunde geht mit der grünen Flagge. Das geschieht jetzt in diesem Augenblick. Also diese letzte Startzeremonie des rasenden Geschichtsbuch der DTM, der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft, die 1986 erstmals so hieß. In den beiden vorausgehenden Jahren war es die DPM, die Deutsche Produktionswagenmeisterschaft. Und auch aus dieser frühen Zeit sind Fahrzeuge hier im Feld mit von der Partie, nämlich in der sogenannten Klasse 5. Da starten die Gruppe A Tourenwagen der ersten Stunde, zum Beispiel die BMW 325i Gruppe A und auch das neue Meisterauto der BMW 635 CSI Coupé. Gestern noch pilotiert vom neuen Meister Olaf Manthey. Heute von Jürgen Adi Schumann aus Saarbrücken. Und der Meister Olaf Manthey, der verzichtet nicht etwa auf den Einsatz, sondern der ist umgestiegen in einen mächtigen Audi 200 Quattro Turbo. Der findet sich an fünfter Startposition, die Startnummer 99 in der dritten Reihe. Das ist der normalerweise von Thomas Wandl pilotierte Audi 200 Quattro Turbo. In dem sitzt Olaf Manthey, gleich neben ihm Moritz Horm im Alpina BMW M3 E30. Hier, den haben Sie gerade schon auf dem Startplatz erlebt. Und ganz vorne in der allerersten Reihe zwei Klasse 1 Boliden. Rudi Schöllhorn, der Sieger gestern Nachmittag mit dem Mercedes-Benz des Jahrgangs 2008. Neben ihm dann Ronny Scheer mit dem Opel Calibra, gestern noch pilotiert von Stefan Mücke. Die beiden Teamkollegen haben die Autos getauscht zu diesem Rennsonntag hin. Ronny Scheer nun im Opel Calibra und Stefan Mücke im Ford Sierra auf dem siebten Startplatz. Der hatte heute Morgen ein Problem mit dem Turbolader
und mit entsprechender Rauchentwicklung. Aber das hat die sehr, sehr erprobte Mücke Motorsport Klassikmannschaft auch wieder in Ordnung gebracht. Und Stefan Mücke jetzt in der Startaufstellung. Aber ganz, ganz vorne, da ist ein Fahrzeug, das würde im DTM Klassik DRM Cup auch sehr, sehr gut mal als regulärer Teilnehmer sich ausmachen. Mit Prinz Leopold von Bayern am Volant ein BMW 3,0 CSL, der mit einem alternativen Kraftstoff angetrieben wird. Auch das ein Statement, dass man auch historische Tourenwagen aus den 70er Jahren in diesem Fall mit entsprechend zeitgemäßem und modernem nachhaltigen Kraftstoff betreiben kann. Prinz Leopold von Bayern vor 4 Wochen in Spa-Francorchamps, da war er noch hier in der Combox, der Co-Kommentator. Den hätten wir auch gerne heute wieder hier gehabt. Das war nämlich eine sehr, sehr unterhaltsame Runde mit ihm. Aber er ist ja verhindert, wie Sie im Bild sehen. Schert jetzt in die Boxengasse ein mit seinem orangefarbenen BMW und damit formiert sich das Feld, um zum letzten Mal in diesem Jahr das grüne Licht entgegenzunehmen. Der Start noch nicht freigegeben, aber jetzt die Ampel auf grün geschaltet, Beschleunigungsphase und Rudi Schellhorn sofort in Führung mit dem Mercedes-Benz mit der 2008 von Bernd Schneider pilotierten C-Klasse. Da fährt Bruno Spengler mal ganz, ganz weit hinaus auf den Abweiser und da hat Markus Reich seinen Audi A4 STW dann doch nochmal in Gang setzen können. Geht jetzt auch in diesen Wettbewerb hinein an 20. Position. Einer muss aufholen, fährt ebenfalls ein orangenes Auto, nicht nur das Leading Car orange lackiert, sondern auch der Audi 200 Quattro Turbo mit Anton oder Toni Werner. Eines der leistungsstärksten Fahrzeuge im Feld. Und das sehen Sie in dieser Bildeinstellung zur Parabolika hinunter besonders deutlich. Der kann mit Überschussgeschwindigkeit die schwächeren BMW M3 mit ihren Saugmotoren wie auf der Überholspur auf der Autobahn passieren. Hat jetzt natürlich so ein bisschen Probleme beim Einlenken und gerät da mit Michael Schneider sich ins Gehege. Michael Schneider, der im Werkstattersatzwagen des Ringshausen Motorsport Revival Teams aus Butzbach im Hessischen sitzt. Sie haben das vorhin bereits gehört in der Stadt. Startplatzmoderation. Das eigentliche Einsatzauto hatte gestern am Samstag ein Motorproblem. Da war die Zylinderkopfdichtung defekt. Und stattdessen hat Volker Schneider, der Team-Technikchef, dann gesagt, ach, dann fahren wir die 200 Kilometer mit dem Transit mal nach Wallau und holen das Ersatzauto. Und das läuft blendend gut, denn Michael Schneider jetzt an Moritz Horn vorbei. Einlenken ins Motodrom. Dann geht es an den Anbremspunkt zur Sachskurve hin. Da dürfte vor ihm noch Nico Wittmann sich befinden im BMW M3 E30 und Gerhard Füller, der macht aus diesem Zweikampf einen Vierkampf. Also sehr, sehr spannende Szenen hier in der ersten Runde des DTM Classic Cups. Einlenken jetzt in die Start- und Zielgerade. Michael Schneider, eine der Überraschungen in diesem Rennen mit dem rot-weißen Ringshausen Ford Sierra RS 500 Cosworth. Was hat diese Mannschaft für eine Sprechsträhne bezogen in diesem Jahr? Jetzt sieht es aber so aus, als könnte es mal ein Feiertag werden für Kai Ringshausen und seine wirklich sehr, sehr bemühte Truppe, die ein Design zitiert, das 1991 beim 24-Stunden-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife den letzten Werkseinsatz des Ringshausen-Ford-Teams aus Butzbach markierte. In diesen Farben ging unter anderem Bernd Schneider an den Start und ging bei diesem Langstreckenklassiker mit einem Ford Sierra RS 500 an den Start. Es ist hier nicht das originale Einsatzauto der damaligen Zeit, sondern ein sogenanntes Statement-Car. Hier sehen wir noch einmal Bruno Spengler und Stefan Mücke und auch Moritz Horn, die da alle die Lenkung weit, weit öffnen, um diesen Schwung mitzunehmen am Ausgang der ersten Rechtskurve nach Start und Ziel. Auch Jürgen Adi Schumann hat das relativ konsequent nachgeeifert und auch Georg Schneider. Einer an der Box, das ist ein leuchtend roter Helm und der gehört zu Chris Nissen. Gebürtiger Däne, seit 10 Jahren in der Schweiz, lebend im Kanton Luzern, ist mit dem Schnitzer Classic BMW M3 E30 an die Box gefahren. Und ich meine, es hätte so ausgesehen, als habe er das Lenkrad bereits abgenommen und das würde bedeuten Ende einer Dienstfahrt. Schauen Sie sich das mal im Bildhintergrund an. Dieser Mehrkampf der BMW 325i in der Klasse 5, also das Rennen im Rennen mit insgesamt 6 Klassen in diesem sehr, sehr vielfältigen und vielgestaltigen DTM Classic Cup, auch hier wieder auf dem Hockenheimring. Bei der 10. Punktrunde
im vollen Gange. Da haben wir sie jetzt mal im Bild Vordergrund. Das ist Georg Schneider, gefolgt von Albrecht Kammenzien, dann Peter Zimmermann und Markus Reich. Der passiert diesen D-Zug der BMW 325i. Der gehört in eine andere Klasse, nämlich in die Klasse 6. Da sind die etwas moderneren und auch höher entwickelten Supertourer unterwegs mit ihren 2-Liter-Motoren. Und in diese Klasse 6, da gehört auch Bruno Schwengler mit dem BMW 320i STW oder zum Beispiel auch Gerhard Füller mit dem 1999 von Uwe Alzen pilotierten Opel Vectra STW. Das steht für Supertourenwagen oder Supertourer, wie man auf der britischen Insel zu sagen pflegt. Dort gibt es eine große Tradition für diese Autos, die vor allen Dingen auf der britischen Insel sehr, sehr populär gewesen sind. Markus Reich hier im Bild, der passiert Albrecht Kammenzien. Das ist die Auseinandersetzung um den 14. Gesamtrang. Also 4 Piloten hier im Bild, alle recht eng beieinander. Georg Schneider fährt da voraus, der zum ersten Mal in diesem Feld mit von der Partie ist. Startnummer 100 mit dem BMW 325i der Baureihe E30. Das ist Stefan Mücke im Bild, im rechtsgelenkten Ford Sierra RS 500. Der liegt an gesamt dritter Position. Nach dem Turboladerschaden heute Morgen im Qualifying jetzt offensichtlich alles wieder technisch in allerbester Ordnung. Und jetzt kommt es gleich zu einer ganz spannenden Situation. Da liegt nämlich der eigene Teamkollege vor ihm, Ronny Scheer. Und nicht nur der eigene Teamkollege, sondern auch das eigene Auto. Stefan Mücke saß nämlich gestern im vorausfahrenden Opel Calibra. Und dann haben diese beiden Teamkollegen einen Fahrzeugtausch vorgenommen. Das machen die planmäßig, das haben die das ganze Jahr so vorgehabt. Aber der Opel Calibra, der teamintern inzwischen auch die Diva heißt, der hat ganz lange sich als recht widerspenstig erwiesen, hat das Laufen erst sehr spät lernen wollen. Das ist jetzt hier auf dem Hockenheimring dann aber alles sehr, sehr gut ausgegangen. Ronny Scheer an gesamt zweiter Position nach wie vor mit dem allradgetriebenen Klasse 1 Opel des Jahrgangs 1995. Stefan Mücke im heckgetriebenen, schmalbereiften, aber bärenstarken Ford Sierra Cosworth mit 560 PS unter der Fronthaube an gesamt dritter Position. Der Abstand der beiden beträgt 2,3 Sekunden. Da ist also noch alles möglich in den verbleibenden 18 Minuten und 50 Sekunden hier auf dem sonnenüberfluteten Hockenheimring. Hier im Bild, da geht es zwischen Anton oder Toni Werner im orangefarbenen Audi 200 Quattro Turbo mit 485 PS und Bruno Spengler um den gesamt vierten Rang. Hier eine Studie von Stefan Mücke und schauen Sie mal, wie der in das Lenkrad greifen muss, gegenlenken muss. Der schmal bereifte Ford Sierra Cosworth, der vor allen Dingen auch noch einen Hinterradantrieb hat und diese gesamten 560 PS auf die Hinterachse konzentriert. Da ist das Reifenmanagement ein riesengroßes Thema. Man muss mit diesen schmalen Reifen haushalten, über die Distanz kommen. Man muss sehr, sehr viel Routine in die Waagschale legen und vor allen Dingen, man muss immer wieder beherzt am Lenkrad drehen. Das haben Sie jetzt wieder gesehen. Also da muss er immer wieder richtig ins Volant greifen, damit das Auto in der Spur bleibt. Als ehemaliger DTM-Pilot hat er natürlich die Expertise und auch die Routine und auch die Nervensicherheit, um das immer wieder hinzubekommen. Also dieses Auto durchaus eine größere Aufgabe und eine größere Herausforderung, wenn Sie bei diesem Ford Sierra auf die Vorderachse achten. Da stehen die Räder niemals still. Da muss die ganze Zeit korrigiert werden, damit dieses Auto in seiner Spur bleibt. Ganz anders der vorausfahrende, allradgetriebene Opel Calibra. Der ist auch breiter bereift, hat natürlich eine völlig andere Gewichtskonzeption. Dieses Auto basiert auf einem Rohrrahmen, auf einer Rohrrahmenstruktur. Das ist mehr oder weniger angewandter Prototypenbau. Und natürlich kann Ronny Scheer mit diesem Opel Calibra viel zackiger einlenken als der nachfolgende klassische Renntourenwagen, der noch auf einer Blech-Rohbaukarosse basiert und dementsprechend umsichtig um den Hockenheimring pilotiert werden muss. Jetzt eingefangen im Bild der Gesamtführende, Rudi Schöllhorn. Und wir geben aber mal ganz schnell runter in die Boxengasse zu Maren Braun mit dem ausgefallenen Chris Nissen. Bitteschön. Ja, wir dachten, wir nutzen jetzt mal die Gelegenheit, wenn er hier steht in der Boxenstraße, der Chris Nissen. Das war eine sehr, sehr kurze Dienstfahrt heute, kurzes Rennen. Was war das Problem, Chris? Ja, ich hatte direkt nach dem Start oder vielleicht sogar vorher einen Plattfuß vorne rechts. Aber weil wir ja nicht so schnell gefahren sind in der Einführungsrunde, habe ich es eigentlich erst gemerkt am Ende der Gerade. Und ja, bin ich halt die Runde so gut wie möglich gefahren, aber keine Chance. Ne? Ist ein bisschen Pech, aber ich muss sagen, das ist eine tolle Serie, es war ein tolles Jahr.
Und ich habe mich heute auch irgendwie sehr, sehr, sehr gefreut für den Sheldon, die Meisterschaft zu gewinnen. So ein junger Kerl, kenne den sehr gut. Ich bin nicht traurig, das ist nicht Ende der Welt, dass man ein Rennen nicht durchfährt. Mein Auto ist gestern gut gelaufen, heute Morgen im Qualifying und wir greifen nächstes Jahr wieder an. Ganz genau. Ist doch schön, wenn man das so sehen kann, rückblickend auch auf das ganze Jahr. Es war ein schönes Schlusswort sozusagen für dieses Interview. Danke, Chris. Wir gehen wieder zurück ins Renngeschehen. Ja, vielen Dank an Maren Braun und an Chris Nissen für diese versöhnlichen Worte trotz des Ausfalles. Und somit kehren wir zurück zum gesamtführenden Rudi Schellhorn mit dem DTM BMW. Hier aber eine Studie von René Ruch, der wirklich ein spektakuläres Wochenende erwischt. Da ist viel los gewesen. Jetzt hat er eine kleine Offroad-Einlage. Liegt möglicherweise an der Ersatzlenkung, die der Michael Meyer, sein Edelschrauber, ihm eingebaut hat. Diese Ersatzlenkung, die stammt aus dem Fundus von 2.0 Automotive, weil die eigene Lenkung einfach gebrochen war nach einer Kollision gleich zu Beginn des gestrigen Samstagsrennens. Hier eine Einspielung des drittplatzierten Ford Sierra RS500 Cosworth mit Stefan Mücke. Und wahrscheinlich bekommen wir hier noch einen tollen Drift geboten, weil der Mann, den Sie da am Volant sehen, der ist prädestiniert für solche Einlagen. Das ist der neue Meister, Olaf Manthey. Gebürtig in Bonn, inzwischen in Bad Bodendorf lebend, ist nicht allzu weit von Bonn entfernt. Bei seinem Gastspiel im jetzt siebtplatzierten Audi 200 Quattro Turbo von Thomas Wandel. Mit genau so einem Auto wird Olaf Manthey in der kommenden Saison am DTM Classic Cup teilnehmen, denn da gibt es ein Schwesterfahrzeug im Nadelstreifen-Look. Und dieses Auto ist von 1990 bis 95 in der STT zum Einsatz gekommen, in der Spezial-Tourenwagen-Trophy. Oh, da qualmt's aber beim Schalten ganz gewaltig. Und da der Olaf Manthey ein technisch hochkompetenter Mensch ist, glaube ich, hat der inzwischen die Uhren und Anzeigen vorne im Cockpit ganz, ganz fest im Blick. Da züngeln auch die Flammen. Also das sah jetzt alles nicht so richtig planmäßig aus. Hier im Bild Michael Schneider im Ford Sierra. Das war ja zu Beginn eine fulminante Startphase für ihn. Der hat sich auf dem 9. Gesamtrang konsolidiert. Vor ihm liegt Nico Wittmann im BMW M3E30. Da geht es um den 9. und den 10. Rang in der Gesamtwertung. Tja, Olaf Manthey, der lässt ihn fliegen, den mächtigen Audi 200 Quattro Turbo. Und ich meine, ich hätte gerade mal durch den Helm ein ganz breites Grinsen gesehen. Ich glaube, der hat richtig Spaß in diesem fast 600 PS starken Einzellader Audi. Also der Motor noch mal ein bisschen urgewaltiger als das Aggregat bei Anton Werner. Beide sind mit 5-Zylinder-Turbomotoren unterwegs, aber da kann man natürlich mit der Laderbestückung auch ein bisschen variieren. Und wie viel Ladedruck dieses Auto aufbaut, dürften so um die 2,0 bar sein. Das hören Sie immer dann, wenn dieses Fahrzeug hier durchbeschleunigt auf der Start- und Zielgeraden. Da gibt es diese zwitschernden Geräusche. Wenn zu viel Ladedruck im System ist, dann muss dieser nämlich abgeblasen werden durch ein sogenanntes Wastegate. Und dieses Wastegate öffnet und schließt. Und das macht diese zwitschernden Geräusche bei Olaf Manthey zumindest, den siebtplatzierten. Naja, immer wieder Rauchentwicklung beim Schalten. Scheint im Moment aber keine allzu große Relevanz zu haben. Ganz vorne an der Spitze Rudi Schellhorn im 2008er Mercedes-Benz. Das Auto, das von RaceArt Motorsport von Lucky oder Ludwig Zechetmeier aus Südostbayern eingesetzt und vorbereitet wird auf der Start- und Zielgeraden. 40 Sekunden vorausgefahren und jetzt beginnt natürlich in dieser Phase des Rennens zur Halbzeit immer das Taktieren. Da muss man dann so ganz allmählich auch mal ein bisschen Drehzahl zurücknehmen, um die ganze empfindliche und manchmal 30 oder 40 Jahre alte Technik über die Distanz zu bringen, damit das alles dann auch, wenn sich die Schachbrettflagge senkt, auch immer noch in bester Ordnung ist und hält. Und das weiß auch Thorsten Horn. Den sehen Sie hier im Bild. Den haben Sie vorhin mal im Bild Vordergrund gesehen. Das ist der Vater von Moritz Horn, der im Alpina BMW unterwegs ist. Thorsten Horn mit einem BMW 325i Gruppe A. Auch der startet für 2.0 Automotive aus Düsseldorf.
Da gab es vor einigen Minuten mal, nämlich genau zu dem Zeitpunkt, als Chris Nissen unten in der Box im Gespräch mit Maren Braun war, ein relativ spannendes Überrundungsmanöver mit diesem jungen Mann, den Sie hier sehen, Rudolf Schöllhorn aus Bad Wurzach im früherenden Mercedes-Benz. Gitterrohrrahmen, Klasse 1 Prototypen, das sind nun wirklich technologisch hoch faszinierende Autos mit sogar ein bisschen Formel 1-Appeal. Wenn da die Fronthaube abgenommen wird und man sieht alleine diese Luftführung, diesen Luftsammler, der zum tiefliegenden Achtzylindermotor mit 500 PS führt oder die Ansaugluft leitet, dann ist das alles hochgradig spannend und anspruchsvoll. Und jetzt haben Sie in der Rückansicht des führenden Mercedes auch mal gesehen, wie der im Kart-Stil driftet über die Hinterachse. Also der fährt mit einer relativ losen Hinterachsabstimmung und hat gestern im Interview auch verraten, warum das so ist. Der Mann kommt nämlich aus dem Schaltkartsport und ist genau dieses Rutschen über die Hinterachse gewohnt. Und das führt er hier vor im gesamtführenden Mercedes-Benz. Und Peter Oberndorfer, der Serienchef, der hat es auf dem Startplatz gesagt. Ein solches Auto mag ja technisch anspruchsvoll und sehr hochkarätig sein, aber man muss es eben auch fahren können. Man muss es technisch handeln können und man muss mit diesem Auto umgehen. Das ist alles gar nicht so einfach. Und das macht Rudi Schöllhorn hier sehr, sehr gut und sehr, sehr überzeugend. Und vielleicht ist das auch eine Ermutigung für andere, hier in diesem Feld der klassischen DTM-Boliden im nächsten Jahr mitzufahren. Auch diese Fahrzeuge existieren ja noch in großer Zahl und alleine Ludwig oder Lucky Zechetmeier hat gestern verraten, naja, drei von der Sorte hat er noch zu Hause in der Nähe von Passau in seiner Halle stehen. Also für all diejenigen, für die das jetzt vielleicht auch ein Appetitanreger ist, dieses Rennen hier, dieses Abschlussrennen des DTM Classic Cups, da gibt es durchaus noch Möglichkeiten, hier ins Geschehen einzusteigen mit einem entsprechenden Originalfahrzeug. Natürlich auch bei anderen Marken, zum Beispiel bei dem BMW 325i. Hier wieder ein besonders eng geführtes Duell in der Klasse 5 zwischen Albrecht Kamenzin und Peter Zimmermann. Diese beiden mit ihren farbenfrohen E30ern fahren um die Klasse 5. Genauso wie Jürgen Adi Schumann im Meisterschaftsgewinnerwagen mit Startnummer 6 im BMW 635 CSI. An gesamt 13. Position liegt der Saarländer und das dürfte damit auch der Klassenführende sein in Klasse 5. Im Bildhintergrund kommen sie heran, die schnellen Boliden, die sich zum Überrunden anschicken. Zum einen Anton Werner im viertplatzierten Audi 200 Quattro Turbo, aber auch Bruno Spengler oder Bruno Spengler, wie Maren Braun zu sagen pflegt. Naja, der Mann ist Kanadier französischer Herkunft mit Wohnsitz im Elsass und hat durchaus seine Berechtigung, das vielleicht auch anders auszusprechen. Lassen wir es mal offen. Bruno Spengler klingt so ein bisschen nach Duisburg-Meiderich, da ist er aber nicht her und Bruno Spengler könnte tatsächlich die korrekte Aussprache sein. Aber so oder so liegt er DTM-Champion des Jahres 2012 an gesamt 5. Position mit dem BMW 320i, der übrigens normalerweise von Yannick Trautwein pilotiert wird. Der war mit diesem Auto noch Sieger in Spa-Francorchamps, hat das Auto abgetreten für dieses Wochenende, um den Start des DTM-Champions des Jahres 2012 zu ermöglichen in Kooperation mit der BMW Group Classic. Und Sie haben ja auch in der Seitenscheibe diesen Aufkleber gesehen, BMW Classic Racing. Darunter ein ganz tolles Motto, Eat, Sleep, Race, Repeat. Repeat klappt jetzt erstmal nicht für die Piloten des DTM Classic Cups, da kommt jetzt die Winterpause. Aber wer diese Szene kennt, der weiß, dass es eigentlich morgen schon losgeht mit den ersten hitzigen Telefonaten und all den Überlegungen. Wie es denn weitergehen kann im kommenden Jahr und wie es denn weitergehen kann, ist eine offene Frage bei Olaf Mantai. Der lag zuletzt an 14. Position, hat also Boden verloren und hat gerade das Fahrzeug ausrollen lassen. Und in dieser Einstellung sehen Sie bei Matthäus Rass jetzt mal, was die Fahrwerke zu leisten haben. Die Radaufhängungen, die Gelenke. Sie sehen, dass die Vorderräder da so ein kleines bisschen schlackern und schlagen auf den Curbs. Da sehen Sie den Audi 200 Quattro Turbo. Ja, nach der Pflicht des gestrigen Samstages ist die Kür im Gaststart im Audi 200 Quattro Turbo heute ein bisschen daneben gegangen. Olaf Mantai, der neue Champion, der 67-Jährige aus Bad Bodendorf, da schält er sich heraus aus dem Cockpit des Audi 200 Quattro Turbo von Thomas Wandel. Da hatte es beim Schalten vorher schon aus dem Auspuff gequalmt, jetzt raucht es auch aus der Fronthaube. Ja, Ende einer Dienstfahrt, Ende der Fahnenstange und möglicherweise
möglicherweise auch die Einladung zu langen Winterabenden in der heimischen Werkstatt, um das alles wieder in Ordnung zu bringen. Das sah jetzt übrigens gerade hier im Bild nach der Einladung zu längeren Karosseriebaustunden aus zwischen Peter Zimmermann und Albrecht Kamenzin, die im Paarlauf mit ihren BMW 325i hier durch das Motodrom gefahren kommen. Also auch da ein wirklich beherzt geführter Kampf dieser beiden Klassenkameraden in Klasse 5. Und das sieht alles nicht so verbissen aus. Das sieht eher nach sehr viel Spaß aus in der Einfahrt ins Motodrom. Diese beiden Kontrahenten jetzt am Anbremspunkt zur Sachskurve. Da gibt es dann möglicherweise auch wieder einen Angriff. Dann diese Sachskurve, die verträgt zwei Linien. Man kann sie ganz innen fahren, man kann sie in der Mitte fahren, ist beides gleich schnell. Ist nur in der Kampfsituation dann vielleicht nicht ganz so günstig, wenn man dem Hintermann die Türe öffnet. Und deshalb fahren natürlich beide Kampflinien. Das heißt in diesem Fall der kürzeste Weg und der ist nun mal ganz innen. Jetzt werden wir gleich entweder Flammen am Auspuff von Guido Mom sehen. Nein, wir sehen Bremslichter und wir sehen leider Gottes den Ausfall des Ford Mustang. Also gestern im ersten Rennen, da war es eine defekte Ölpumpe. Da steigt er aus, der Kellberger kommt ganz aus der Nähe des Nürburgrings, aus der Eifel. Und sein Ford Mustang, jetzt also ausgefallen, lag zu diesem Zeitpunkt ja bereits an 18. Position. Da ist er offensichtlich auf den letzten Metern schon deutlich langsamer geworden mit seinem Originalauto aus den DTM-Jahren 1989 bis 94, seinerzeit von Gerd Ruch gefahren. Ein weiterer Ruch ist hier im Feld dabei, nämlich René Ruch aus der Schweiz. Der liegt an gesamt 10. Position mit seinem BMW M3 E30. Noch verbleiben 4 Minuten und 56 Sekunden auf dem Hockenheimring an diesem wunderschönen Herbstsonntag. Das große Finale der DTM 2022 mit dem Meisterstück von Sheldon van der Linde vor 2 Stunden und mit dieser Darbietung der historischen Piloten, zu denen auch Gerhard Füller gehört im Opel Vectra STW. Der liegt in seiner Klasse 6 an gesamt 2. Position, ist 6. in der Gesamtwertung mit dem pechschwarzen Warsteiner Opel Vectra. Einstmals gefahren von Uwe Alzen, dem Westerwälder. Und auch der könnte sich eigentlich in diesem Feld mal blicken lassen. Nicht nur seiner fahrerischen Exzellenz wegen, sondern weil der Mann auch immer für einen besonders lustigen Spruch zu haben ist. Der könnte mit Sicherheit hier im DTM Classic Cup noch für einige Unterhaltung sorgen. Vielleicht erzählt ihm das ja mal jemand, dass es dieses tolle neue Championat gibt, von dem Olaf Manthey im Vorfeld des Nürburgring-Rennens gesagt hat, die beste Erfindung des Motorsports der letzten Jahre. Das kann einer im Augenblick gar nicht bestätigen, der jetzt raus ist, nämlich Moritz Horn im Alpina BMW M3 E30, das Ex-Auto von Peter Oberndorfer. Moritz Horn lag an gesamt 7. Position und jetzt wird es vor allen Dingen am Rechenschieber spannend, denn eigentlich ist Moritz Horn bereits Vizemeister gewesen im DTM Classic Cup, bezieht allerdings jetzt eine Nullrunde und da werden natürlich gleich die Rechenkünstler nochmal in Aktion treten. Da legt sich der 24-Jährige unter das Heck seines Alpina BMW, deutet möglicherweise auf ein Problem mit der Hinterachse hin, denn die ist nun mal dort positioniert, wo Moritz Horn jetzt nach dem Rechten schaut. Sein Vater noch im Rennen dabei mit dem BMW 325i, den sehen Sie hier im Bild, Thorsten Horn an gesamt 16. Stelle. Vor ihm im Bild Vordergrund, das ist Nico Wittmann, der ist gesamt 7. im BMW M3 E30 aus Fürth im schönen Frankenland. Moritz Horn wird als Ausfall gemeldet, also sehr, sehr schade. Nicht nur Olaf Manthey und Guido Mom aus diesem Rennen ausgeschieden, sondern jetzt eben auch Moritz Horn im Alpina grünen BMW M3. Ganz vorne Rudi Schollhorn im gesamt führenden Mercedes-Benz. Souveräne Vorstellung für ihn. Ronny Scheer ebenso souverän an 2. Gesamtposition. Stefan Mücke liegt 4,2 Sekunden hinter seinem Teamkollegen zurück. Das sieht im Augenblick nach konsolidierten Verhältnissen aus, aber auch nach einer weiteren Markenvielfalt später auf dem Siegertreppchen mit einem Mercedes-Piloten in Front, den wir jetzt wieder auf der Start- und Zielgeraden erleben und dem nachfolgenden Opel-Piloten. Dann ein Ford-Fahrer auf dem 3. Rang. So sehr also dieses Klassement aus. Und da dieses Rennen des DTM Classic Cups nur noch 2 Minuten dauert plus eine Runde und da Sie alle zu Hause so große Liebhaber dieser Motorengeräusche sind, muss ich mal ganz schnell noch eine Bringschuld Ihnen erfüllen.
wenigstens mal eine Minute unkommentiert, nur für Sie daheim und für Sie hier auf der Tribüne. Genießen Sie mal kurz vor dem Fallen der Zielflagge den Motorsound des DTM Classic Cups 2022. Gleich geht's hier weiter. ...59 Sekunden verbleiben, reguläre Renndauer beim DTM Classic Cup auf dem Hockenheimring. Also die letzte Minute läuft und dann gibt es noch eine Runde, nämlich dann, wenn die Spitze nach dem Ablaufen der regulären Rennzeit die Start- und Ziellinie passiert hat. Für diejenigen, die im Livestream zuschauen, immer wieder diese spannenden Szenen zwischen Peter Zimmermann und Albrecht Kamenzin, beide BMW 325i und die schenken sich hier überhaupt nichts. Da geht es auch mal zum Ausweichen auf die Randsteine, da lässt der eine dem anderen aber auch genügend Raum. Schaut sich diesen Paarlauf dieser beiden Fahrer an. In der Gesamtwertung hat das überhaupt gar keine Relevanz, es geht um den 13. Rang, aber die beiden fahren, als ging es um eine Weltmeisterschaft. Also wirklich, wirklich toll. Da ist der Peter Zimmermann jetzt mal ganz kurz neben der Streckenbegrenzung gewesen, um da auch entsprechend sein Auto nicht zwingen zu müssen, sondern um auch den Schwung zu halten. Macht er sehr, sehr geschickt. Albrecht Kamenzin kann allerdings um 3-4 Wagenlängen enteilen. Eingangs des Motodroms beim Anbremsen zur Sachskurve die nächste Chance für Peter Zimmermann, den Rückstand auf den letzten Metern nochmal zu verkürzen. Beim DTM Classic Cup, da gibt es, wie ich Ihnen schon gesagt habe, 6 Klassen insgesamt, eine große Vielfalt der Möglichkeiten auch in dieses Feld vielleicht auch mal selber einzusteigen. Man muss nicht unbedingt so einen aufwendigen Klasse-1-Boliden einsetzen, sondern es tut auch ein relativ seriennaher Gruppe-A-Tourenwagen seinen Dienst. 2 Gruppe-A-Tourenwagen sehen Sie hier im Bild. Das ist eine weitere Überrundung. Nämlich Stefan Mücke im drittplatzierten Ford Sierra RS500, das ehemalige Meisterschaftsauto des Briten Rob Gravett. Da haben Sie wieder diese züngelnden Flammen gesehen aus dem seitlich austretenden Auspuff Endrohr. Im Bild Rudolf Schöllhorn, der Gesamtführende, der dürfte jetzt in seine letzte Runde gehen. Da ein Überholmanöver um den 4. Rang zwischen Bruno Spengler oder Bruno Spengler und Anton Werner im Audi 200, der augenblicklich langsamer wird und einer fliegt draußen, das ist René Ruch. Wieder draußen im Kiesbett, das war heute Morgen schon mal der Fall, als der Gaszug auf Vollgas hängen blieb. Und jetzt ist er in den Kies gerutscht, René Ruch aus der Schweiz. In diesem Augenblick beginnt die letzte Runde für Rudolf Schöllhorn und da haben wir die Bescherung. Da raucht es noch einmal und ich hoffe nicht, dass es da zu einer Deformation gekommen ist im Frontbereich. Heute Morgen ist er wirklich so mit knapper Not davongekommen. Da war nur ein kleiner Riss in der Frontverkleidung zu verzeichnen. Aber jetzt wirklich Rauchentwicklung unter der Motorhaube beim Schweizer Privatier. Dieses kleine Team, das er mit seiner Ehegattin Svetlana gemeinsam betreibt, verstärkt an diesem Wochenende durch den Gurkenmeier, durch Michael Meier, der wahrscheinlich jetzt an der Box mit trauriger Miene steht und sich diese Bescherung anschaut, also Ausfall und Rauchentwicklung bei René Ruch, der natürlich auf einem Top-10-Platz unterwegs war, den er jetzt in diesem Augenblick einbüßt. Rudi Schöllhorn auf den letzten Metern und vor allen Dingen auf dem Weg zum Doppelsieg bei seinem Gaststart im DTM Classic Cup hier auf dem Hockenheimring. Der gibt eine Visitenkarte ab für das kommende Jahr, für sich selbst, für seine Race-Art-Mannschaft, auch für Markus Wüstefeld, den Rennen fahrenden Fahrzeugleiter, der vor einigen Wochen selbst noch gemeinsam mit Roland Asch beim Oldtimer Grand Prix auf dem Nürburgring am Start gewesen ist im DTM Classic Cup. Aber das alles ist jetzt graue Theorie und Vergangenheit. Da ist der Gesamtführende in der Sachskurve noch einmal herausbeschleunigen.
aus dieser langsamen Passage an der Tribüne entlang und noch ein letztes Mal anbremsen vor dem Doppelrechtsknick, Eingang, Start und Ziel. Und dann hat Rudi Schöllhorn seinen Sieg genau um 17 Uhr. Und das ist jetzt in diesem Augenblick der Fall. Die letzte schwarz-weiß karierte Flagge im diesjährigen DTM Classic Cup und der Sieg für den Mercedes-Piloten. Doppelsieg für ihn an diesem Wochenende auf dem Hockenheimring. Zielflagge auch für Bruno Spengler, der wird Gesamtvierter im BMW 320i. Anton Werner folgt da im Bildhintergrund am Gesamtfünfter Position. Ronny Scheer, der läuft noch einmal im zweitplatzierten Opel Calibra V6 4x4 ITC auf diese Kampfhähne auf die überrundeten BMW 325i-Piloten. Zunächst ist da aber einmal Nico Wittmann an Gesamt siebter Stelle im BMW M3 E30, der jetzt seinerseits Peter Zimmermann überrundet. Dahinter Ronny Scheer, der wiederum Nico Wittmann überrundet, also eine doppelte Überrundung. Und das Ganze geht aber sehr, sehr unproblematisch und sauber vonstatten, denn der Kampf zwischen Albrecht Kamenzin und Peter Zimmermann, der ist entschieden. Kamenzin hat sich da jetzt deutlich absetzen können und hat seinen Verfolger eingangs des Motodroms abschütteln können. Dieser farbenfrohe, leuchtend grüne BMW aus der Bodenseeregion an Gesamt 13. Position wird passiert von Ronny Scheer und wird nicht passiert, denn der wird ein bisschen langsam. Der BMW 325i, der eigentlich ja jetzt zur Überrundung anstand, kann dem Opel Calibra wieder davonfahren. Das sind jetzt bange Augenblicke für Ronny Scheer, den großgewachsenen Dresdner, bei seiner ersten Zieldurchfahrt mit der Diva. Da hat er sich nochmal sehr zurückgehalten, kann jetzt aber den Zielstrich passieren, gefolgt von Stefan Mücke. Der wird Dritter im Ford Sierra RS 500 Cosworth. Also die beiden Teamkollegen auf den Plätzen 2 und 3. Da werden sie gleich bei der Siegerehrung zwei rosa-weiße BWT-Rennanzüge sehen und noch einer im Ziel. Und da wird jetzt in Gesamt-Butzbach allen ein dicker Stein vom Herzen fallen. Michael Schneider im Ringshausen Ford Sierra RS 500 hat die erste Zieldurchfahrt geschafft. Riesengratulation an ihn, an seinen Vater Volker Schneider, den Technikverantwortlichen, und an Kai Ringshausen und seinen Sohn Simon vor allen Dingen, die das ganze Jahr wirklich gelitten haben und die jetzt endlich ihre erste Zieldurchfahrt schaffen, hier auf dem Hockenheimring. Das ist nochmal der Einspieler, der zum Ausfall von René Ruch geführt hat. Da sehen Sie es, blockierende Räder, aber diese blockierenden Räder möglicherweise gar nicht die Ursache, sondern eher im Bereich des Motors wiederum ein Problem zu suchen. Da hing heute Morgen, wie gesagt, der Gaszug fest. Vielleicht ist das Ganze jetzt nochmal passiert und es gab an derselben Stelle den gleichen Abflug als Duplizität der Ereignisse noch einmal. Ja, weitere Zieldurchfahrten bei Start und Ziel. Bis Anton Werner waren wir im Klassement durchgedrungen. Dann an Gesamt fünfter Stelle Gerhard Füller. Nee, sechster wird der im Opel Vectra STW. Siebter Nico Wittmann im BMW M3 E30, 8. Michael Schneider, 9. Markus Reich, der Österreicher im Audi A4 STW, 10. dann Jürgen Adi Schumann im BMW 635 CSI, das gestern noch von Olaf Mantai gesteuerte Meisterfahrzeug. Da sehen Sie schon die Trophäen im Bild. Da wird es jetzt gleich eine stimmungsvolle Siegerehrung noch einmal geben und natürlich auch die Stimmen der erfolgreichen Fahrer. Geht schon los mit der Hymne. Oder der Fanfare, die Hymne ist es ja gar nicht. Da kommt er als Zweitplatzierter in das Parc Fermé hineingerollt, Ronny Scheer aus Dresden, der leidenschaftliche Rennen gefahren hat mit diesem Auto, das Sie hier im Bild sehen, nämlich mit
dem Ford Sierra RS500, den er sich an diesem Wochenende mit Stefan Mücke teilt. Also ein ganz erfolgreiches Carsharing der beiden Piloten des Mücke Motorsport Classic Teams. Da steigt Tony Scheer jetzt nach der ersten Zieldurchfahrt überhaupt, die er mit der Diva erleben durfte, aus dem 1995 von Keke Rosberg gefahrenen Originalauto heraus. Und da wird die Freude und die Genugtuung groß sein. Auch Stefan Mücke hat es geschafft. Gestern noch im Calibra Gesamtzweiter, heute Gesamtdritter. Und sehen Sie mal die Umarmung der beiden Teamkollegen. Ich habe Ihnen das gesagt mit den rosa-weißen BWT-Anzügen. Da hätte eigentlich noch der Guido Momm gefehlt als Dritter im Bunde. Dann wären es drei rosa-rote Rennfahrer gewesen. Aber Guido Momm war die Zieldurchfahrt leider nicht vergönnt mit seinem Ford Mustang. Das der Zweitplatzierte. Und schauen Sie mal auf die Gesichtszüge. Das war eine anstrengende Fahrt. Also so ein Klasse-1-Auto überhaupt nicht zu unterschätzen. Das muss man alles beherrschen. Das muss man konditionell über diese halbe Rennstunde bringen. Das ist eine alles andere als einfache Aufgabe. Und bei Stefan Mücke wird es nicht anders sein. Der hat so gewaltig immer wieder gegenlenken müssen. Da zieht er sich die Balaklava vom Kopf. Der ist auch heilefroh, dass er jetzt mal Frischluft atmen kann. Denn das war mit Sicherheit auch für ihn eine harte Nummer. Los geht's mit der Siegerehrung. Drittplatzierten aus Berlin, Deutschland, kommt er. Sein Papa heißt Peter und er heißt Stefan Mücke, der Drittplatzierte heute beim DTM-Klassiklauf, beim großen DTM-Finale auf dem Hockenheimring. Auf der 2 im Opel aus Deutschland, Ronny Scheer, herzlichen Glückwunsch! Und dann rufe ich aufs Podium Luki Zechenmeier, stellvertretend für das Team Race Art, für den Sieg heute hier, Rennen 2 in Hockenheim. Gratulation! Und der Sieger fährt Mercedes und heißt Rudolf Schellhorn. Herzlichen Glückwunsch! Und damit gibt es zu Ehren des Siegers, zu Ehren von Rudolf Schellhorn, die deutsche Hymne. Bitte sehr. Pokale in dem Fall aus den Händen von Leon Köhler, ein DTM-Rookie in diesem Jahr am Nürburgring zum ersten Mal im DTM-Renner gesessen. Wir fangen an mit dem Drittplatzierten, der Pokal für Stefan Mücke. Herzlichen Glückwunsch! Natürlich auch für Ronny Scheer den Pokal, in dem Fall erneut aus den Händen von Leon Köhler, Platz 2. Luki Zechenmeier vom Team Race Art nimmt den Pokal von Leon Köhler stellvertretend für sein Team Race Art und den Sieg hier in Hockenheim entgegen. Und natürlich kriegt auch der Sieger Rudolf Schellhorn den ganz großen Pott. Herzlichen Glückwunsch euch hier da oben. Fotos hier aus Hockenheim von den etwas schreckhaften und nicht ganz so schreckhaften Protagonisten da oben auf dem Podium. Tolle Bilder und damit erstmal eine verdiente Champagnerdusche.
Ja, bevor es gleich dort unten mit Maren und den Stimmen der erfolgreichen Piloten weitergeht, wird es hier schon einmal Zeit, Danke zu sagen für eine 6-monatige Reise DTM Classic Cup mit unglaublichen Reichweiten. Wir haben viele 100.000 Menschen erreicht, alleine mit den Livestream-Übertragungen. Und das Ganze würde natürlich nicht funktionieren, wenn da nicht viele Menschen hinterstehen würden. Es sind 120 Leute hier vor Ort, die dafür Sorge tragen, dass sie diese faszinierenden Bilder sehen können, die sie hier noch einmal in der Slow Motion sehen, der drei Erstplatzierten. Und ich möchte ganz, ganz herzlich Danke sagen an Oliver Simon, an die Babs hier oben, die gute Seele, und an all die Menschen, Stefan, Peter, Meyer, die mitgeholfen haben, dass wir ihnen dieses Renngeschehen nahebringen konnten. Ich hoffe, wir hören und wir sehen uns wieder im kommenden Jahr beim DTM Classic Cup 2023. An mir soll es nicht liegen, ich bin gerne wieder dabei. Und ich kann nur eines sagen, bleiben Sie uns bis zum nächsten Jahr gewogen. Und bis dahin bin ich ihr und euer Carsten Krohme. Und ich bin raus für den Moment und gebe mal runter an Maren. Bitteschön. Ja, und wir werfen nochmal einen Blick auf den Ort hier, wo heute so viele Sieger und Champions gekürt wurden, nämlich hier am Siegerpodium. Und da stehen sie auch noch, unsere Sieger, mit denen wir natürlich gerne sprechen möchten. Jetzt drehen wir uns einmal schön ein, dass wir auch die Autos nochmal im Hintergrund sehen. Und die beiden Teamkollegen hier, die sprechen miteinander, aber unser Rennsieger, wo ist der denn jetzt hin? Rudi Schöllhorn, ist der da? Ah, da vorne steht er, ganz in schwarz. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Rudi, fangen wir mit dir an. Glückwunsch erstmal. Dankeschön. Ein perfektes Wochenende, würde ich sagen. Ja, Pole-Sieg gestern, Pole-Sieg heute. Ja, mega. Keine Ahnung, kann mit besser machen. Mein Team, Auto hat mega funktioniert. Ja, hat einfach Spaß gemacht und alles, keine Fehler gemacht, glaube ich, mal wenig. Sehr gut, dann kann man nur gratulieren und hoffen, dass du vielleicht im nächsten Jahr öfter mal vorbeischaust. Ich denke schon, dass ich ab und zu mal dabei bin, ja. Sehr gut, also wir haben uns das jetzt gemerkt und nehmen das einfach mal als Versprechen. Rückblick, dein Eindruck an diesem Wochenende generell von dem Flair der Serie, dem Auto, den Autos? Sehr gut, sehr schön. Ich bin 19 schon mal bei euch gefahren, bei der Klassik. War sau sehr toll und es hat sich jetzt viel verändert. Cool. Sehr gut. Also wir freuen uns wieder auf dich, hoffentlich nächstes Jahr. Danke erstmal, genießt den Erfolg. Und dann würden wir gerne hier unsere beiden Herren in Pink mal zu uns bitten. Nämlich einmal Ronny Scheer, der sich heute über einen zweiten Platz freut, zu dem wir dir ganz herzlich gratulieren, Ronny. Du siehst ein bisschen aus wie geduscht. Ich glaube, du hast die Flasche aber so richtig direkt über den Kopf gekriegt, oder? Richtig. Mein Teamchef hat mir die Flasche direkt übergekippt, ohne dass ich was gesehen habe. Und von daher, im Auto war erschrocken, kam streckst aus, bist du nass. Lässt man sich aber gern gefallen nach so einem Rennen, oder? Platz 2 ist, glaube ich, auch eine Genugtuung für das etwas glücklose Rennen gestern. Ja, zum einen das und zum anderen, ich bin das erste Mal den Opel Calibra gefahren, der das ganze Jahr nicht so richtig wollte. Und an dem Wochenende 2 Rennen, gestern Stefan, heute ich, durchgehalten. Läuft super das Auto. Super, Glückwunsch. Also nochmal, jedes Mal Platz 2 für den Calibra und heute auch noch Platz 3 für den Teamchef und Teamkollegen, wie auch immer man es sieht. Stefan, komm her. Du durftest heute den Sierra aufs Podium chauffieren und du siehst sehr zufrieden aus. Ja, hat viel Spaß gemacht, war sehr viel quer unterwegs. Das macht unheimlich Laune mit dem Auto. Du hast halt, ja, es ist immer wieder eine Rakete. Leistung ohne Ende und kein Grip, aber da macht Rennautofahren noch richtig Spaß. Da musst du hart dran arbeiten und hart im Auto arbeiten und von daher hat es echt Laune gemacht. Mich freut sehr für einen Ronny, der in dem Calibra zum ersten Mal saß und Platz 2 eingefahren ist. Er scheint super mit klargekommen zu sein und beide Autos haben gehalten. Das ist immer das Wichtigste. Also mehr geht nicht. Wir sind sehr zufrieden. Ich glaube, dass du dein Schätzchen, den Calibra, mal aus der Hand gibst, ja, und dem Ronny anvertraust, ist auch ein großer Vertrauensbeweis, oder? Ja, ich meine, Ronny, der hat sich ja auf den Sierra bewiesen und ich sag mal, wer den Sierra fahren kann und so im Grenzbereich bewegen kann, der kann auch den Calibra fahren und das hat er heute toll bewiesen. Super, also ein erfolgreiches Wochenende für euch. Ich habe übrigens gesehen, der Herr Papa hat alles auf Video hier, die Siegerzeremonie und so. Jeder Sieg wird neu gefeiert. Genießt auch diesen. Dankeschön, danke. Stefan Mücke. So, und das war's. Jetzt haben wir mit allen Siegern nochmal gesprochen, haben das DTM-Klassik-Jahr Revue passieren lassen, grundsätzlich ein tolles DTM-Jahr auch erlebt mit all den Rahmenserien und dem tollen Programm, das hier geboten wurde. Und ich glaube, wir alle können uns freuen schon auf das nächste Jahr, oder? Also wir tun das, ich hoffe, Sie auch. Und wenn Sie über den Winter hinweg der DTM Classic ein bisschen folgen möchten, dann können Sie das gerne tun auf den sozialen Medien, zum Beispiel auf Facebook. Unter DTM Classic findet man das ganz leicht oder auch auf Twitter unter classic.dtm. Wir würden uns freuen, wenn Sie dabei bleiben und wenn wir uns im nächsten Jahr wiedersehen. Also bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.